Und weiter geht's wieder einmal bei Let's Play The Whispered World. Ja, und ich weiß jetzt, wie ich weitermachen muss, aber es ist wirklich sehr leicht zu übersehen, dass man das braucht. Und zwar habe ich übersehen bei Bando, wenn er gerade bei Ruben oder wie der hieß ist, dann kann man in seinem Zimmer nämlich etwas nehmen, wo er sonst drauf sitzt. Das war noch weiter hoch, oder? Ja. Und zwar, jetzt kann ich rein, liegt hier eine Socke. So, und diese Socke, ich schaue sie mir mal an. Ich werde ganz hibbelig, wenn ich an die vielen tollen Sachen denke, die ich mit dieser überaus nützlichen Socke anstellen könnte. Da war ein Schreibfehler. Lecker Käse. Käse, okay. Und Käse ist nämlich das Stichwort. Ah, dieses Let's Play. Das würde nichts bringen. Die Maus scheint im Moment nicht da zu sein. Dieses Spiel, das macht einen mit den Rätseln manchmal echt fertig. Da liest bei The Night of the Rabbit im Großen und Ganzen doch yum, besser. Yum. Was haben wir denn da? Lecker Käse. Die Animation ist so schön gemacht. Also, das ist das Einzige, was ich mir gerade mal angeschaut habe. Dass das so funktioniert. Sie ist mit der Socke beschäftigt. Das ist meine Chance. Psst. Jetzt ganz leise. Ha, hab ich dich. Ja, jetzt hab ich dich. Mein neuer Freund hat offenbar ein Faible für Schmutzwäsche. Ja, richtig. Mein neuer Freund hat... Oh, guck mal, haben da gerade, glaube ich, sogar die Augen zwinkert hier im Inventar auch von der Maus. Ja, Tatsache. Schön gemacht. Sehr schön gemacht. Muss ich schon mal so sagen. Okay, jetzt habe ich eine Maus. Schön, wie mir da die Aufnahme gerade abgeschmiert ist. Ich war schon ein wenig weiter gerade eben, aber es hat zum Glück hier zwischengespeichert. Von daher muss ich nicht alles komplett neu machen von dieser Aufnahme. Das heißt, ich kann das dann zusammenschneiden. Und zwar kann ich nun mit dieser Maus hier, die Maus der Mäuse, diese Maus hier kann mir unlogischerweise, wenn ihr mal die Größe bedenkt. Das ist so verrückt. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt ausprobiere. Möchte ich wirklich in einer Welt leben, in der so eine Aktion von Erfolg gekrönt ist? So, und mit der Hose, da muss ich jetzt aber erstmal aus der Stadt raus, kann ich dann dem blöden Hundeviech vom Ruben das Maul stopfen. Na, geht's noch weiter runter? Ach komm, das ist doch jetzt... So, wieder zurück. So, das Laufen ist halt ätzend. Kann ich nämlich hier das Tier rein und kann mit der Hose hier dem Haustier das Maul stopfen. Ich lebe noch. Juhu. Dann kann ich hier hochgehen und jetzt passt mal auf. Kann noch nicht. Also pennt er weiter. Jetzt kann ich mir eine Perle nehmen. Das sagt ansonsten meistens nur irgendwie sowas wie... Ich nehme mir nur eine einzige. Bei dem Haufen wird das ja wohl kaum auffallen. Wow, meine eigene Perle. Und sie gehört nur mir. Das ist das Wertvollste, was ich jemals besessen habe. Der sagt sonst meistens nur sowas wie sagenhaft und so. Das sind jetzt wohl nur noch... Ich sehe kaum... Ja gut, und dass es nur noch so viele Perlen sind. Sagenhaft. Also das 999, das sagt er überall, auch wenn ich zur Truhe gehe. Das sind jetzt wohl nur noch 9999 Perlen. Ich sehe kaum einen Unterschied. So, aber ansonsten... Kolossal.
sagt dann immer nur so Wörter wie phänomenal, kolossal. Da war noch ein Nagel unten in den Dielen, mit dem wir bislang nichts anfangen können, wie scheint. Oh oh. Ja, Schnupper? Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Da fehlt eine Perle. Irgendjemand hat sich an meinen Perlen zu schaffen gemacht. Bando! Bando! Wirf sofort die Fabrik wieder an! Hörst du schlecht? Bando! So, und jetzt kann ich euch beim Bando rein. Ah, gut, dass du kommst. Ich habe ein großes Problem. Oben will, dass ich die Fabrik wieder anschmeiße. Das klingt doch gut. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. Aber jetzt kann ich meine Schaufel nirgendwo mehr finden. Was mache ich nur? Kannst du mir suchen helfen? Natürlich kann ich, aber ich habe dir schon eine Schaufel gebastelt. Guck mal hier. Ich habe dir eine Schaufel organisiert. Wirklich? Das ist ja großartig. Endlich kann ich wieder Kohlen schaufeln. Nimm dich in Acht, Welt! Bando ist zurück! Ja! Und er hat eine neue Schaufel! Ja! Mit der er seine Widersacher in Grund und Boden schaufeln wird! Ja! Ne? Was ist das für ein Lärm? Bando? Ach, natürlich. Die Fabrik. Das wurde ja auch Zeit. Bald schon werde ich wieder alle Perlen beisammen haben. Bleibt nur zu hoffen, dass Kalida von dem Lärm nicht aufwacht. Ganz ruhig, Ruben. Solange die Yakis auf ihrem Teil der Insel bleiben, besteht keine Gefahr. Nur nicht nervös werden. Hm, die Fabrik läuft wieder. Aber von Kalida keine Spur. Der Lärm scheint wohl noch nicht auszureichen. Dann müssen wir eben noch mehr Lärm machen. So, und jetzt sind wir fast so weit, wie ich gerade eben war. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, war die Kerzen schon mal auszupusten. Für keine Ahnung was. Doof, dass die immer wieder angehen. Aber was soll's. Ach, genau. Und ich kann hier innen jetzt übrigens auch die Kerzen auspusten, endlich. So. Und diese hier auch noch. Kann ich auch die gleich mal auspusten. Und vermutlich wird der Part jetzt etwas länger werden, da ich die Zeit, dadurch, dass es mir abgeschmiert ist, nicht so ganz im Blick habe, aber das, was soll's, kommt einmal vor. Kann passieren. Und zwar gibt es hier unten ein Zahnrad, das ich ohne die Tipps, also da kann man sich so Tipps holen, um es vorweg nicht gesehen hätte. Doch hier guckt jetzt so ein bisschen was über. So eine Zacke sieht man da rechts von dem Strahl, aber... Nein, das sieht, da hast du ohne Tipps kaum eine Chance, das zu sehen. Zu den Anzeigen sagt er nur, die sind beunruhigend. Zur Presse sagt er nur, ja, ich, so kann er sie nicht bedienen. Er würde auf das Rad da tippen. Nein, nein, nein. Auf diese Weise lässt sich die Presse nicht bedienen. Wenn ich raten müsste, würde ich auf dieses Rad dort an der Seite tippen. Und das kann ich jetzt auch mal betätigen. Oha. Ja, richtig. Oha. Aber viel mehr können wir dort nicht machen. Und jetzt schaut euch mal das dort unten an, wenn es gleich geladen hat. Wo? Ein Riesenloch. Okay. Soweit war ich also gerade eben, als mir die Aufnahme abgeschmiert ist. Und, machen wir mal diese Kerzen hier noch aus. Ja, ein Rad habe ich ja jetzt, also habe ich auch manchmal eins, aber jetzt habe ich eins, zumindest ein kaputtes. Damit habe ich jetzt schon zwei kaputte. Aber die lassen sich ja vielleicht wieder zusammenschweißen. Irgendwie. Zumindest kann ich es hoffentlich... Nein, das Zahnrad ist kaputt und nutzlos. Wie? Was? Nein, das Zahnrad ist kaputt und nutzlos. Wie ich. Oh, jetzt sei mal nicht so hart zu dir. Kann ich den Schraubstock wieder aufdrehen? Ja, also... Vielleicht würde die Glut des Hochofens ausreichen, um das Zahnrad zu schweißen. Aber wahrscheinlicher ist, dass es schmelzen würde. Und dann käme ich niemals auf die andere Seite der Insel.
Okay. Hier habe ich noch eine Perle. Interessant. Aber die passen auf jeden Fall zusammen. Die Frage ist jetzt bloß, wie kriege ich sie zusammen? Also ich kann hier die hier reinklemmen. Aber ich kann das hier nicht dazu klemmen, oder? Ah, doch, jetzt, okay. Nein, das wie ich. Kann ich jetzt den Schraubstock benutzen? Na, bringt mir ja nicht so viel. Ah, ich habe eine Idee. Was bei anderen Spielen heißt, denke mit Portalen, heißt es hier, denke mit Spot. Der kann doch schweißen. So, damit ist das Ding jetzt wieder ganz. Und jetzt kann ich es hier einfügen. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Nanu, was habe ich denn jetzt für eine komische Krabbelhand? Och nö, oder? Ich würde sagen, das muss dort in diese Halterung irgendwie. Oh Gott. Zumindest bewegt sich schon mal was. Aber irgendetwas scheint mit den Zahnrädern dort noch. Okay. Das kann ich hier reinsetzen, sicherlich. Nee, kann ich nicht. Und wenn ich es ausmache, kann ich dann das Zahnrad hier rauskrabbeln? Nee. Bringt nichts. Okay. Das blockiert dann. Das soll es ja nicht. Da könnten sie ineinander passen. Okay, dann kann das hier hin. Denke ich. Scheint aber nicht zu klappen. Nee, das ist nicht richtig. Nee, das wird so nicht funktionieren. Vielleicht so? Eher auch nicht. Nee. Nee, auch nicht. Ich kann es ja einfach mal testen. Zumindest bewegt sich aber irgend. Das bewegt sich jetzt schon mal mit, okay. Halt das doch nicht. Nimm das hier rein. Klappt nicht. Ich habe das Gefühl, da fehlt noch ein Rad. Ich habe das Gefühl, ich habe doch noch ein Rad ab. Also jetzt könnte ich das hier reinsetzen. Dann, ach, da habe ich ja noch ein Rad. So. Wow, geschafft. Das ist es. Und jetzt ist die Tür offen. So. Aber bevor ich auf die andere Seite der Insel gehe, werde ich an dieser Stelle wirklich nochmal einen Cut machen und man sieht sich dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play the Whispered World. Bis dahin, ciao Leute.